Hier ist die Hake, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Oliver Hartmann und dies sind die Themen für Donnerstag, den 11. Februar. Immer mehr Bürger rüsten auf. Im Landkreis Nienburg ist ein Anstieg der Anträge auf einen sogenannten kleinen Waffenschein zu verzeichnen. Das bestätigt auf Hake-Nachfrage Thorsten Rötschke, Pressesprecher des Landkreises Nienburg-Weser. Seit Anfang des Jahres haben bereits 57 Personen einen Antrag gestellt, Tendenz steigend. Nur 43 Auszubildende wurden bei der jüngsten Freisprechungsfeier der Kreishandwerkerschaft Jupols-Nienburg im Wesersaal freigesprochen. Grund für die geringe Zahl der Gesellen ist laut Kreishandwerksmeister Thomas Gehre, dass die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen im Handwerk vor einigen Jahren nicht so groß gewesen sei. Inzwischen habe aber die duale kommunale Nachwuchsoffensive, eine Aktion von Schulen, Handwerksbetrieben, der Kreishandwerkerschaft, Kommunen und Wirtschaftsförderern gegriffen, sodass zu den nächsten Prüfungen wieder mehr Auszubildende antreten würden. Die Wirtschaftsförderung des Landkreises Winn soll Verstärkung bekommen, wenn es nach Landrat Detlef Kohlmeier geht. Aktuell kümmern sich 4 Mitarbeiter um die Belange der Wirtschaft im Kreisgebiet. Eine Aufstockung um etwa eine weitere Stelle ist im Gespräch. Dabei geht es nach Kohlmeiers Angaben um Kosten von jährlich 70.000 bis 120.000 Euro. Schlechte Nachrichten von der Nienburger Straßenbaubehörde. Die lange erwartete Nachricht aus Hannover, dass die Fördergelder für den Radweg entlang der Kreisstraße 3 durch Steimke endlich kommen, ist negativ ausgefallen. Es gibt erstmal kein Geld vom Land. Warum und welche Alternativen es gibt, lest ihr in der Hake am Donnerstag. In Pennigsel sollen 3 Flüchtlingsfamilien mit 18 Personen ins ehemalige Lehrerhaus der Winterbachschule einziehen. Der Gemeinderat sprach sich dafür aus, einen Arbeitskreis zu gründen, der Ideen liefern soll, wie die leerstehende Schule in Mainsche und leere Klassenräume in der Winterbachschule genutzt werden können. Die Verwaltung weist darauf hin, dass dort auch Flüchtlinge einziehen, sollte nicht genug Wohnraum zur Verfügung stehen. Diese und viele weitere Themen lest ihr in der Hake am Donnerstag oder unter www.diehake.de. Diese Nachrichten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur unter Quellenangabe Die Hake weiterverbreitet werden.